So, hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. So, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir machen ein paar Nebenmissionen. Und zwar hatten wir ja als erstes diesen Typen hier kennengelernt, der seine zukünftige Braut da haben wollte und aber diesen komischen Diamanten gebraucht hat. Den habe ich ihn natürlich besorgt. War nichts weiter Interessantes. Es war nur ein Monsterkampf und zwar ein ganz normales random Monster. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wo die sind. Hier sieht's gut aus. Julieta, meine Liebste. Oh, Romero, mein Romero. Oh je. Mein Verstand kann kaum erfassen, dass du den Stein gefunden hast. Hat er nicht. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, wie lange ich dich habe warten lassen. Welch Unsinn, liebster Mann. Einzig Vaters Starrsinn ist es geschuldet. Wer sind die hier, die den Stein gefunden haben? Ein paar Freunde, die mir zur Seite standen. Ich habe vernommen, auch Garrett sei hier. Ja, dort. Moment. Garrett ist Juliettas Vater? Siehst du, Vater, meine Zuversicht war wohl begründet. Romero hat den Stein gefunden. Ja, das ist eindeutig ein Juwelenkiesel. Hast du ihn allein gefunden? Ich habe von meinen werten Freunden, den Ouroboros, ein wenig Hilfe erhalten. Sie sind der City treue Gefährten. Mit ihren Fähigkeiten wird es auch möglich sein, den Krieg mit den Möbius zu beenden. Du hast eindeutig dein Versprechen gehalten und einen Juwelenkiesel hierher gebracht. Vergiss aber nicht, das Ziel der Aufgabe war es festzustellen, ob du meiner Julieta würdig bist. Wenn andere dir geholfen haben, glaube ich nicht, dass die Aufgabe als bestanden angesehen werden kann. Nun ja. Diese Sichtweise ist durchaus verständlich. Und was ist mit der anderen Bedingung für die Heirat? Wovon sprichst du, Vater? Gibt es noch mehr, was wir tun müssen? Er muss die Verlorenen verlassen. Dazu muss ich sagen, ich verlasse meine Freunde bei den Verlorenen nicht. Ich habe mich um Juliettas Willen für die Verlorenen gemeldet. Ich kämpfe, um die Welt für sie allein zu retten. Mein süßer Romero. Tut mir leid, dann wirst du Julietta nie heiraten. Du grausamer Mann, dass du so etwas Fürchterliches sagst. Nie verstehst du mich, ich hasse dich. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Nach all dem Aufwand ist dieses Heiratsding jetzt doch abgeblasen? Sieht so aus. Ich würde einfach doch heiraten. Ich meine, ganz ehrlich, wen interessiert's, was der Vater denkt? So, dann hatten wir noch eine Quest. Und zwar... Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Rückkehr. Und zwar müssen wir dazu
Ich glaube nach Cadencia. Ja, genau, das war hier. Das war hier. So. This is something decent, right? Gucken wir mal da nach unten. Topographical info updated. So, dann gucken wir mal, ob wir die umsiedeln können. Topographical info updated. Ich guck mich erstmal um, weil ich glaube, ich war hier noch gar nicht. Denke ich jedenfalls. Da wir ja die Erfahrungspunkte kriegen. Für das Entdecken der neuen Orte. So, da drüben ist unser Zielpunkt. Gehen wir mal dahin. Wir sind im Auftrag von Sika hier. Oh, ihr kommt wegen des Boots, nicht wahr? Die Vorbereitungen laufen schon. Können wir irgendwie helfen? Ja, wärt ihr so nett, die Schleuse zu öffnen? Wir machen unterdessen alles fürs Auslaufen bereit. Ihr findet die entsprechende Schalttafel im Kontrollraum. Die ehemaligen Gefangenen warten allesamt am Hafen. Wenn das alles ist, sollte das ja nicht weiter schwer sein. Naja. Ach so, der schickt mich quer durchs Wasser oder was? Okay. Alter. Gut, das ist immer eine ganz neue Wegbeschreibung. So, jetzt aber hoffentlich.
Schleuse ist offen. Okay, die Schleuse ist offen. Genau. Vielen Dank, ihr wart eine wirklich große Hilfe. Heißt das jetzt, ist alles bereit? Noch nicht so ganz. Genau genommen haben wir nicht... Was? Genau genommen haben nicht wir, sondern die Verlorenen noch eine Bitte. Ach ja, also ich habe jedenfalls kein solches Anliegen geäußert, das kann ich euch versichern. Gondor, wo warst du denn? Oh, Agi und Ogi brauchten meine Hilfe bei etwas. Auch egal, von wem kam denn jetzt die Bitte bezüglich der Verlorenen? Sie kam von mir, Gondor. Dana, na schön, um was geht's denn? Was sollen wir als nächstes machen, hm? Ich wollte euch bitten, die Monster am Panorama-Cup zu beseitigen. Wenn wir die Leute auf dieser Route transportieren, könnte es unschön werden, dort Monster über den Weg zu laufen. Natürlich, wir helfen gern, aber darf ich fragen, warum du sie nicht selbst bekämpfen willst? Meine Aufgabe ist, die ehemaligen Gefangenen dann zum Kap zu bringen. Verstehe. Wir wären euch dankbar, wenn ihr euch der Monster annehmt. Für euch wird es sicher eine Leichtigkeit sein. Na, schauen wir mal. Ach komm, wir kümmern uns auch nur um unsere zugeteilten Aufgaben. Genau, auf uns warten Monster. Los geht's, auf... Alles klar. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach... Das Schiff. Gucken mal, fahren mal dahin. Alter, vielleicht auch nicht. Okay, das scheint auf der Insel hier zu sein. Panorama-Cup, sehr gut. Dann gehen wir doch mal gucken. Ich bin mal gespannt, was das jetzt für Monster... Oh, uff. Also... den Ausrufezeichen nachzuurteilen... Alter, okay. Ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt der Ernst?
Da respawnt der einfach hinter mir. Uff, okay. So, komm her. Komischer fliegender Fisch. So, da haben wir noch einen. Ich habe im Übrigen mal meine Klassen ein bisschen umverteilt. Weil die alten Klassen, die ich hier ausgerüstet hatte, die waren mir tatsächlich ein bisschen zu schlecht. Holy, Hallöchen, herzlich willkommen und dir natürlich auch einen schönen Nikolaus. Für mich gab es leider nichts. So, immer noch 6 Monster. Kümmern wir uns erstmal um die 3 da hinten. Welcome. Come back anytime. Dankeschön für den Raid. Ich weiß jetzt nicht, ob der Alert einfach nur so spät kam. Achso, da fällt mir gerade ein. Ich habe mich gar nicht angemeldet bei Tibby Stream. Vor lauter Ärger. Ja, ich hoffe mal, dass sie den Händler auch im Remake. Da ignoriert mich das Vieh einfach, ne? Ich will es angreifen und es fliegt einfach vorbei. Ja, dass sie den Händler auch im Remake zu Resident Evil 4 übernehmen werden. Weil wenn der nicht dabei ist, dann fehlt irgendwas. So, komm her.